Minecraft Hardcore, das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was man in Minecraft Vanilla machen kann. Ich habe 6 Jahre lang nur PvP gespielt und habe mich dann mal wieder dazu entschieden, eine neue Welt anzufangen. Heute geht es also darum, wie ich 20 Tage Minecraft Hardcore überlebt habe. Was wir alles erreicht haben, ist wirklich insane, also bleibt bis zum Ende dran. Wenn ihr gerne einen zweiten Teil haben möchtet mit Tag 20 bis 50, dann lasst jetzt ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Ansonsten kommt jetzt ein Video wöchentlich online auf diesem Kanal, deswegen lasst gerne auch ein Abo da und checkt auch gerne meinen Twitch-Kanal ab für Daily Streams. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Am Anfang, wie in jeder Welt, macht man es eigentlich so, man holt sich erstmal Holz. Und genau das habe ich auch getan. Zuerst eine Axt, dann eine Picke. Dann habe ich Stein geholt, ein bisschen Kobbel gesammelt und Steintools gemacht. Und ja, Crafting muss natürlich auch gelernt sein. Dann haben wir auch schon Ruin Portal gefunden. Wir sind instant in den Ruin Portal gespawnt, WTF. Danach haben wir uns schon aufgemacht und sind, wie man es halt auch macht, getravelt. Das heißt, wir haben ein Dorf gefunden, haben das auch gelootet. Sorry nochmal an der Stelle an die Villager. Ein bisschen Karotten, ein paar Kartoffeln und ein paar Brote und kleinere Sachen aus den Kisten. Das war aber nicht so krasser Loot, deswegen sind wir auch direkt weiter. Und im Meer haben wir dann einen Ruin Portal gefunden mit einem OP-Gap. Ich meine, hä? Ist das krass oder ist es krass? Und im selben Atemzug haben wir uns dann aufgemacht und haben ein Shipwreck gefunden, wo ziemlich viel Stuff drin war, was gut für den Anfang war. Und wir haben direkt danach unseren Loot erstmal verwertet. Also wir haben uns ein bisschen Eisenrüstung gemacht und ein paar Tools. Und direkt danach haben wir einfach noch ein Shipwreck gefunden und da war auch eine Treasure Map drin. Bevor wir aber der Treasure Map folgen wollten, haben wir noch einen Dschungel gefunden und da war ein Jungle Tempel drin. Und wir haben uns durch den Dschungel Tempel gekämpft und haben alle Fallen überlebt und dann haben wir den Stuff gelootet, das war auch nichts krasses. Ja, und anschließend haben wir den Schatz gefunden. Jetzt mussten wir uns aber aufmachen und eine Base finden. Und ich habe mir gedacht, was eignet sich da besser als ein Dorf? Auch mit dem Gedanken, dass wir da vielleicht direkt die Villager Trades machen können. Ob wir das geschafft haben, seht ihr übrigens dann später. Das war nämlich eigentlich eine ziemlich schlechte Idee. Und dann haben wir uns erstmal Tools gemacht. Dann haben wir die Villager erstmal ausgeplündert und sie waren alle arbeitslos. Dann haben die Kühe sich lieben gelernt und wir haben angefangen, die Base zu bauen. Hey, stopp, bevor es um die Base geht und was daraus geworden ist, nochmal kurze Sache. Ich streame jetzt gerade einen 10-Stunden-Special-Stream auf Twitch, denn ich werde heute die 10.000 Follower knacken. Neben dem Giveaway von Autogrammkarten wird es noch viel anderen geilen Stuff geben, deswegen checkt gerne den Stream ab. Wir sehen uns im Chat. In der Videobeschreibung ist der Link, twitch.tv/chatv und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Weil mein Inventar ziemlich voll war, haben wir uns dazu entschieden, dann erstmal alles zu entleeren und eine Base anzufangen. Zumindest vorübergehend, weil ich habe noch große Pläne. Wir waren eigentlich relativ weit für den Tag. Jetzt war es an der Zeit zu Stripminen, weil wir brauchen wirklich Full Deer und selbst das würde uns nicht mal schützen, aber wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Schutz. Es kam wirklich so oft Creeper von hinten, also das werdet ihr auch im Laufe des Videos sehen. Ich bin wirklich, wirklich oft schon fast gestorben. Und einmal war ich sogar auf einem halben Herz. Aber das seht ihr gleich. Zurück zum Stripmine. Also wir haben jetzt eine halbe Stunde gefarmt und wir haben nichts gefunden. Nur Gold, Lapis, Eisen, Redstone bringt uns alles nichts. Wir wollten Dias. Und nach einer halben Stunde haben wir endlich unsere ersten Dias gefunden und dann auch noch eine Achterquelle im Deep Slate. Oh, endlich Dias, Digga. Achterquelle? Und im Glücksrausch haben wir dann weitergesucht und rate mal, was passiert ist. Richtig, wir haben nichts gefunden. Also sind wir nach oben gegangen und haben uns wieder Essen gemacht. Je mehr Öfen, desto besser. Und desto schneller konnten wir unser Eisen braten, die Kohle gemäß verteilen und erstmal alles schmelzen lassen. Dann haben wir uns für die krasse Arbeit belohnt mit einer Dia-Hose und haben die Villager vermehrt. Die machen gerade Liebe. Weitermachen. Nicht mich dabei angucken. Ja, okay, tschüss, tut mir leid. Ah, bist du das? Bist du das Kind? Dann haben wir eine kleine Übergangsfarm gebaut mit 3 Schafen und 3 Kühen. Und dem kleinen Baby von den Kühen. Keine Sorge, dich habe ich nicht vergessen. Plan ist auf jeden Fall, wir haben eine Dia-Picke. 18 Dias, dann haben wir Full Dia plus einen Enchanter und dann haben wir Netherite. Oh mein Gott, Digga, die Love Story. Er steht im Stall, er steht außerhalb des Stalls. Die wollen Liebe machen, aber sie können nicht. Und dann kommt der Retter und macht Platz für beide. Ja, dann haben wir eine Übergangsfarm für Zuckerrohr gebaut, weil das ist auch ganz wichtig, vor allem für spätere Raketen für unsere Elytra. Und dann haben wir uns dazu entschieden, nochmal runterzugehen, weil ich wollte jetzt auch die Dias für den Enchanter und für meine restliche Dia-Rüstung. Und wir haben auch direkt welche gefunden. Dias! Ich habe so lange keine Dias mehr gefunden. Und später haben wir sogar welche gefunden, ohne dass ich sie am Anfang gesehen habe. Dias! Dias! Achter! Achter! Was? Wie kann ich so lucky sein? Und jetzt kommt das Krasse. Es gibt ja einen Dia-Trick und den habe ich auch direkt angewandt. 1, 2, 3, 4 und jetzt runter. Es hat funktioniert. Ich weiß, dass das bekannt ist, der Trick, aber ich wusste es nicht, okay? Dias! Okay, es funktioniert wirklich. Wir haben Dias mit dem Lapis-Trick gefunden. By the way, wusstet ihr, dass es 9er-Dia-Quellen gibt? Was? Eine 9er-Quelle? Ich wusste das legit nicht. 8er-Quelle! Wir können aufhören, Dias zu farmen. Ja! Let's go! Und dann ist es passiert. Wir müssen den Iron Golem retten. Er stirbt jetzt legit. Digga, saved. Danke für die EP, Homie. Die nächste Mission war der Nether. Und wir hatten nicht wirklich genügend Obsidian. Deswegen bin ich in die Hütte gegangen, hab mir ein bisschen Obsidian abgebaut. Und dann haben wir anschließend in unserem Dorf, wo unsere Base auch später stehen soll, unser Nether-Portal gebaut. Ich habe wirklich gehofft, dass wir einen guten Nether-Spawn bekommen. Aber wo wir dann tatsächlich rausgekommen sind, seht ihr jetzt. Wenn wir jetzt in...
spawnen kann, damit ich wirklich sauer. Wo wir rausgekommen sind, ist echt krass. Also wir haben wirklich alles, was wir brauchen, um uns herum. Actually gut. Warp Forest, Crimson Dingens. Und, Alter, das ist insane. Und jetzt können wir auch schon mit dem Bau unseres Enchanters beginnen. Dafür haben wir uns erstmal Bücher gecraftet und wir haben schon mal das Fundament gelegt. 1, 2, 3 und 4. Dann sind wir in den Nether gegangen, um uns ein bisschen Leder zu holen. Wenn der uns jetzt kein Leder gedroppt hat, dann weiß ich auch nicht. Du hast uns kein Leder getradet? Hast du mich gerade komplett gescampt? Warte mal. Wir hatten nicht wirklich Glück. Also die Goldfarm stand noch nicht auf dem Programm. Und wir hatten wirklich Pech. Also Gold war jetzt wirklich die wertvollste Ressource, würde ich sagen. Weil wir haben keine Goldfarm. Die wurde später erst gebaut. Und wir mussten echt viel Gold farmen. Als wir das getradet haben, kam nichts bei rum. Es kam nur 4 Leder raus. Ja, 4 Leder, I'm done. Digga, 4 Leder, willst du mich trollen? 10 Leder in 10. Und als ich dann neue Regale craften wollte, hätten wir auch fast unsere Welt verloren. Oh mein Gott, mein Herz. Oh mein Gott. Das war, by the way, nicht das letzte Mal in diesem Video, dass wir fast unsere Welt verloren haben. Auf jeden Fall ging es jetzt ans Enchanten. FF4 Unbreaking 3. Das wollten wir. Und was mich wirklich am meisten überrascht hat, war die Axt. Schaut hin. Yo, Unbreaking 3, Fortune 2, FF4. Junge, ich habe Ultraglück. Power 4? Ja, aber wir wollen Infinity auf dem Bogen, ja. Dann haben wir erstmal auf ganz knapp angelehnt, unsere Pickaxe repaired und uns goldene Karotten gemacht, weil die gut sättigen. Yo, Baby-Zombie auf einem Huhn, oh mein Gott. Weil die Trading Hall aber nicht hier geplant war, sondern an einem anderen Ort, in einem anderen Dorf, haben wir erstmal einen unserer Villager benutzt und haben erstmal eine Verzauberung gesucht. Die anderen kommen noch später. Wir haben legit nur noch einen Villager bei uns, ich schwöre sogar. Der Rest ist... Dann war geplant, dass wir einen Zombie-Villager suchen und diesen dann heilen für günstigere Trades. Was daraus geworden ist, kommt gleich auch noch, aber wir sind dann erstmal in den Nether. Dort haben wir auch direkt einen Fortress gefunden und wir haben uns aufgemacht, die ganzen Kisten gelootet und ein bisschen was mitgenommen. Unser Ziel war es nämlich jetzt, Weakness Potions und Gaps zu holen für den Zombie-Villager, damit wir den noch heilen können für günstige Trades. Dafür sind wir erstmal in den Nether gegangen, haben Warzen geholt und haben die Blazes bestohlen. Ja, muss jetzt nicht, ne? Muss jetzt nicht. Moment. Meine Blaze Rod Drop Rate war actually ziemlich unlucky, aber wir haben es trotzdem geschafft, genügend Rods zu sammeln. Und sind dann wieder zurück. Dann war da ein ultra nerviger Ghast. Du bist gar nicht ernsthaft hier gespawnt, Ghast. Das haben wir aber nicht auf uns sitzen lassen. Wer kennt es nicht? Gerade aus dem Nether graben, um vor Lava erschreckt zu werden. Ja, das ist uns passiert. Wir haben es dann aber geschafft, weil wir hatten durchs Essen noch Regeneration und konnten uns wieder auffallen. Da unsere Diaspitzhacke langsam den Geist aufgibt, entscheiden wir uns, den Amboss zu craften. Eisen hatten wir auch zum Glück genügend und dann haben wir mehr Durability gehabt und noch einen Bonus. Das heißt meine Diamond Pickaxe 3, perfekt. Dann haben wir einen Ruin Potter gefunden und damit wir in Ruhe looten können, mussten wir uns die Sicherheit von den Hoglins bringen und haben dann aber auch festgestellt, dass es sich für die paar Gold und ein paar Eisen-Ingots gar nicht gelohnt hat. Und dann haben wir Pilze gesucht für ein fermentiertes Spinnenauge für die Weakness Potion. Also haben wir uns wieder aufgemacht nach Hause und haben erstmal die Flaschen befüllt mit Wasser, haben Wasser befüllt in die Flaschen, haben die dann gebrewt und schließlich haben wir aus den Wasserflaschen Weakness Potions gemacht. Natürlich hatte ich voll den Plan. Wait, muss ich einfach nur so machen? Lol. Okay, crazy. Und voila, die Potions waren fertig. Jetzt haben wir nur noch Splash Potions draus gemacht und wir sind zum Villager. Und sagen wir es so, da waren ein paar Kollegen, die nerven wollten. Deswegen haben sie sich gleich mal gerecht und mich fast gekillt. Ja, gönn ich das. Also der Creeper hat mich wirklich fast gewonnetet und das war so eine Überraschung, vor allem weil ich ja Full Dia war. Ich habe nicht gedacht, dass da noch ein Creeper ist, ne? Das war gerade ultra überraschend. Wenn ihr wissen wollt, wie es weiterging und was wir alles noch Geiles gemacht haben, dann zeigt doch ein bisschen Support. Like das Video, check mein Twitch ab und schreibt einen Kommentar und vielleicht machen wir dann noch eine Folge.